Also die Frage, meine Lieben, ist doch folgende. Hattet ihr das auch schon mal? Also so übel, wie ich das die letzten Wochen hatte? Die letzten Wochen. Die letzten. Egal. So überhaupt gar keinen Bock auf Racing, Simracing, realen Motorsport, überhaupt irgendwie. YouTube, TV, egal, Klassik, Formel. Nee, ich konnte es nicht sehen. Ich wollte es nicht sehen. Ich wollte nicht hier drinnen sitzen. Ich wollte hier nichts machen. Aber nicht irgendwie so aus, nein, sondern ich habe einfach keinen Bock gehabt. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Und irgendwie ist ja auch so ein bisschen Silly Season im Simracing, muss ich sagen. Ne? Also es kommt jetzt nicht so ganz so viel Neues. Wir warten alle so ein bisschen auf die neuen Sims. Ne? Forza Motorsport, Le Mans Ultimate fällt mir da ein. AC2 nächstes Jahr im Frühjahr, glaube ich. All diese Titel erwarten wir ja. Ach so, da war ja noch Rennsport. Ne? Das kommt ja auch dann irgendwie noch mal. Wenn ich was vergessen habe, mal schnell in die Kommentare reingeschnellt. Aber ich habe mich gefragt, was genau soll dich eigentlich momentan begeistern? Okay, bis auf diese ganzen Geschichten mit Fred und seinen Mods und ich mache jetzt Patreon. Nein, ich höre jetzt komplett auf. Oh Gott, nein, ich mache so halb weiter, wie auch immer. Ich bin froh, dass er weitermacht. Hab mich ohnehin gewundert, dass er das nicht direkt als seinen Weg sieht, zu sagen, okay, ich stoppe jetzt hier den ganzen Wahnsinn und mache einfach so easy peasy weiter, wie ich es tatsächlich vorher auch gemacht habe. Aber das kann natürlich ruckzuck gehen, dass da Erwartungshaltung und ganz viele Menschen auf einmal hinter der Tür stehen und sagen, du, pass auf, ich habe ja gefragt, ob du jetzt auch endlich mal dies und dies Auto machst. Kann ich mir schon vorstellen, dass es anstrengend ist, denn wir wissen alle, wir Simracer können echt anstrengend sein. Darum soll es aber heute nicht gehen. Es geht um, wie habe ich mich denn jetzt hier wieder begeistern können, mich hier in diesen Stuhl, nenne ich es mal ganz abwertend, reinzuhocken, ebenfalls abwertend. Und was hat mich jetzt dazu gebracht, doch hier zu sitzen und mit euch ein bisschen zu racen? Das kann ich euch sagen. Und zwar das ein oder andere Video vom Champion Joe, vom Jonas, der die sogenannte Assetto Corsa Evolutione vorgestellt hat. Eine der größten, wenn nicht sogar die größte Mod für AC, vollumfänglich, ist quasi ein, sagen wir mal, Gran Turismo Pendant für AC, was ich ja ziemlich geil finde. Ist ja nicht so, dass ich keine PlayStation und nicht Gran Turismo hätte. Aber diese DD1 hier, ja, da hat der Knut gedacht, du, pass auf, wir können ja die 2 Cent 50 sparen. Ich fahre eh nicht auf der Konsole mit dem Ding. Ich hole mir also eine, die nicht für Konsole ist. Bereue ich bis heute. Also Assetto Corsa Evolutione gibt's bei Patreon. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Für den Download dieses Packages, 2,3 GB sind das, glaube ich, müsst ihr eine Mitgliedschaft haben, die summa summarum einmalig 2,50 Euro kostet, beziehungsweise Patreon ist ja ein Abo-Modell. Also im Monat 2,50 Euro. Zum Testen kann man ja auch gerne das Abo kurzerhand wieder kündigen, reingucken, ob es denn gefällt oder nicht. Ich habe mich auf jeden Fall schon mal umgeschaut in diesem Ableger, der so ein bisschen anmutet wie Gran Turismo. Aber bevor ich weiter quatsche, gucken wir uns das einfach gemeinsam an. Und da können wir dann auch meinen uralten Audi S1 mit knapp 100.000 Kilometer auf dem Gebrauchtwagen, Markt gekauft, begutachten, wo der fünfte Gang einfach nicht mehr geht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur rennspezifisch war oder ob das tatsächlich irgendwie ein Fehler in dieser Schlurre ist. Müssen wir mal gucken. Ich muss außerdem mal gucken, wo man vielleicht auch einfach den Schaden ausstellen kann. Bin ja noch neu in diesem Metier, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein in dieses schöne Stück weitere Assetto Corsa Mod-Geschichte. Ich bin immer wieder unfassbar begeistert, was bei AC immer noch geht. Vor kurzem kam der VRC Alpha 2023 raus. Den bin ich auch schon gefahren. Unglaublich geiler Formelwagen mit so vielen Extras. Einer ganz, ganz, ganz geilen Fahrphysik. Aber gibt es ein extra Video zu? Zumindest denke ich das mal. Aber jetzt gucken wir erstmal in, wie sagt Jonas oder Champion Joe, ACE. Und damit meine ich nicht den Saft, sondern AC Evolutione. Also, meine Lieben, los geht's. Das Coole ist, ich habe ja die Initialeinrichtung schon vorgenommen. Das Coole ist, du packst das halt irgendwo in. Direkt im Verzeichnis gibt es die Assetto Corsa Evolutione Exe, die startest du einfach. Nichts installieren, gibst deinen Namen, deine Sprache und das den Installationspfad von Assetto Corsa an und schon geht die Reise los. Ich mache mal einen Doppelklick und kloppel dich und starten das mal.
und glotzen einfach mal hinein. Es ist vom Alex Mail, er hat eine Mail auch teilweise geschrieben. Zur Auflösung muss ich sagen, ihr wisst, ich fahre auf dem Ultra-Widescreen, deswegen ist es jetzt von der Auflösung her nicht ganz so schicki, wie man sich das eigentlich wünscht. Aber was man schon gut erkennen kann, es mutet eben wirklich wie ein vollumfänglich eigenes Spiel an, mit eigenem Vorspann etc. Sieht jetzt, wie gesagt, auf meinem UWQHD nicht ganz so schön aus. Aber gejammert wird später. Und das finde ich doch mal sehr entspannt. Also das hat mich wirklich super angesprochen, gerade in meiner, ich sag mal, Abstinenz, Simracing-Abstinenzphase. Wir fangen mit 15.000 Credits an, wir haben kein Auto. Du hast die Möglichkeit, hier auf dem Gebrauchtwagenmarkt eine Karre zu kaufen, aber auch auf dem Neuwagenmarkt. Aber wir gucken jetzt ganz einfach erstmal in unser Home rein, also ins Heim. Was? Ich besitze hier, wie gesagt, den Audi S1 runtergeschlurrt bis zum geht nicht mehr, fast 100.000 Kilometer runter, ja, sagen wir mal. Wie das ganze Ding funktioniert, was man einstellen kann, etc. pp., das kann man auch gerne beim Jonas im Video weiter noch vertiefen, verfolgen. Der Matthias hier hat er seine ganzen... Wir könnten mal Folgendes einstellen. Wir könnten mal Short einstellen, dann machen wir nur 3 Runden. Ich glaube, das finde ich besser. Ich bin gerade Trial Mountain gefahren, 6 Runden mit dem S1, dauert das einfach mal gefühlte 10 Jahre. Und gehen mal auf Hard. Wobei, ich weiß nicht, nee, wir lassen das mal auf Medium. Wir wollen ja wirklich einfach mal ohne, wir fahren auch ohne Qualifying Practice, sämtliche Sachen. Das ist wirklich hier reines Arcade Gaming. Also, ne, nicht wundern, ganz easy. Das Ziel ist ja ohnehin auch das Muster von Gran Turismo. Auch ohne Practice, ohne Qualifikation, 3 bis 6 Runden von hinten starten und als Erster ins Ziel kommen, ist die Devise bei GT und genauso spielen wir es auch. So machen wir das hier. Ich regeneriere nochmal ganz kurz die Listen, dann auch die Geräusche. Sehr geil, oder? Die Hintergrundmusik? Auch sehr geil. So, hier nochmal Pools irgendwie synchronisiert. Ja, sagen wir mal. Hier kann man sich so ein bisschen angucken. Was hat er denn schon geschafft, der kleine Knut? Nee. Und ich habe mich ja für den Audi entschieden. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, was ich fahren möchte und danach das Auto gekauft, weil da wäre nur der Abarth drin gewesen. Ich habe tatsächlich den Audi gekauft und guckt, was kann ich jetzt damit fahren. Und Überraschung, ich kann damit fahren die Beginner-Events, logischerweise. Und der Audi S1 ist ein Quattro. Und wie ihr seht, habe ich Fuji Speedway und aber auch den Trial Mountain schon auf Platz 1 mit Medium KI-Stärke. Wow, super Kompliment, Knut. Hast du was ganz Tolles geleistet? Habe ich schon erreicht, deswegen habe ich ja wieder ein volles Konto. Wir fahren jetzt Brands Hatch, die Indie-Variante. Das Ding ist, wenn du dich hier einmal committest, irgendwie eine Strecke zu fahren, klick. Dann zählt das. Das heißt, wenn du wieder runter gehst, wirst du als letzter Platz gewertet. Deswegen steht hier eine 12. Also da nicht wundern. Wir gehen drauf. Und ich würde sagen, wenn wir hier nur 3, 4 Ründchen fahren, machen wir vielleicht die 2 anderen Rennen auch noch und können dann vom Erlös vielleicht ein besseres Auto kaufen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie das hier alles so anmutet. Hier mein 100.000 Kilometer gelaufener Audi S1 und jetzt regnet es auch noch. 3 laps. I can count. Nice and neat. Stay out. Aber England, klar. Licht an. So, Wischer an. Licht an. Ach, haben wir schon an. Hatte ich ja schon angemacht, stimmt. Wir könnten hier ruhig reinfahren. Ich habe ein uraltes Ding. Ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich besser, wenn man hier den Schaden ausstellt. Das habe ich aber leider noch nicht gefunden, ob das hier in ACE geht oder ob das ein Assetto Corsa Content Manager Setting ist. Weiß ich doch, Freundchen. Na, ihr seht, auch das hat mutet genauso an. Übrigens, das ist tatsächlich eine extra Installation, die man noch vornehmen muss. Kann man aber alles aus ACE quasi heraus installieren bzw. die Links erreichen. Das zeige ich gleich mal vor dem nächsten Rennen. Was ich gemerkt habe, ist, dass die KI hier wirklich so arcade-mäßig ganz schön fies auf Krawall gebürstet ist.
auf Krawall überschritt, sag mal, wa? Was bei den Gebrauchtwagen, Leute, ganz wichtig zu wissen ist, siehst du, der fünfte Gang geht nicht. Was bei den Gebrauchtwagen zu beachten ist, man kann den Leuten hinten drauf fahren und die Autos haben einfach Schäden. Sie fahren nicht mehr so schnell, sie haben vielleicht einen Gang 5, der nicht funktioniert und so weiter. Ich bin mal gespannt, ich mach mal den Wischer jetzt aus hier, ja. Ich hätte mir ja gern den BMW E30 M3 gekauft, aber der war ein ganzes Stück zu teuer mit dem Startkapital. Wir gucken mal, wo wir jetzt hier rauskommen. Oh, wir sind schon in der zweiten Runde. Das hätte ich mir vielleicht auch... Wir gucken jetzt mal, wo wir rauskommen und was wir dann für ein Jolt... Schwarzenegger. Was wir dann kriegen. Ich mache meine Traktionskontrolle einfach aus. So, wenn ich jetzt den vierten ausgedreht habe, muss ich halt den sechsten schalten. Dann checken. Oh, so gehen natürlich auch Gänge kaputt, Herr Matthäusen. Aufs Podium wollen wir auf jeden Fall, oder? Mindestens. Ich habe jetzt, der aufmerksame User hat es gemerkt, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen an Handbremse gespielt, die ja jetzt auch Mitglied hier in meinem Simracing Rig ist. Wenn du so einen stur fahrenden Allradler hast im Untersteuern, dann hilft nur noch die Handbremse. Ihr kennt das. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier kommt wirklich Gran Turismo Feeling auf. Das ist tatsächlich wahr und das erfüllt absolut komplett seinen Zweck. So, das war's leider. Nur Platz 3. Schon wieder komplett verschalten. Zum Glück war das Rennen vorbei. Leider nur Platz 3 mit 3 Runden. Aber wir gucken mal, was wir da für einen Erlös ausschlagen können. Race is over. Platz 3. Also hier auch das erste 1-1. 3, sage ich mal. Wir gehen auf Suzuka. Warte mal. 34, vielleicht können wir ja jetzt schon mal das Auto tauschen, aber dann müsste ich ja wieder ein Allrad kaufen, sehe ich gar nicht ein. Ja. Also, wir müssen das jetzt durchziehen mit dieser alten Bude. Suzuka. Sonne scheint. Licht an. Wir müssen gucken, dass wir gleich hier aggressivst durchziehen mit unserem kaputten Frontspoiler. Kenn die Westvariante jetzt nicht wirklich. Aber. Na sicher, Junge. Ich weiß auch nicht, warum wir ausschließlich S1 fahren. Ja, sicherlich noch. Warte mal, geh mal weg hier. Ja, sicherlich noch weitere Allradler in dieser PS-Kategorie. Immer mit einer Hand an der Handbremse, falls es doch zu sehr ins Untersteuern geht. Wo hängt denn mein Mikrofon eigentlich? Sag doch mal Bescheid, Mensch. Pfeift der Turbo. So. Hier wird es wieder spannend im vierten. Eigentlich hatte ich die Hintergrundmusik ausgemacht, meine ich. Aber wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen, ganz kleines bisschen buggy-lich. Hin und wieder. Ach, wir sind schon auf Runde 2 und dann kommt diese Scheiße mit dem Gang hier noch dazu. Hör auf, du.
Oh. Wie sieht es eigentlich aus mit die Runde 10 nicht? Wenn wir jetzt nicht wieder einen Knutschen raushängen lassen, dann müssten wir es eigentlich im Sack haben. Na, jetzt kommt wieder so ein ganz kleiner... Ich will hoffen, dass ich hier im vierten bleiben kann. Rutschen wir hier so ein bisschen in Begrenzer rum. Ja, so geht das doch, Mensch. So, das wäre doch hoffentlich mal Platz 1 hier an der Stelle. Doch eine Runde fahren oder was? Na, hör auf, Mensch. Also wenn ich vorne bin mit einem kaputten Auto, wirken selbst zwei Runden wie drei, nicht? Volle Streckenbreite bitte mitnehmen, Herr Matthijs. Aber da haben wir guten Sicherheitsabstand. Also für alle, die AC so ein bisschen fahren ab und an oder auch mehr, im letzten Custom Shader Patch Update oder in der neuesten Version gab es viele Verbesserungen, auch im Hinblick auf die Fahrphysik. Also aus meiner Sicht wird das tatsächlich... wirklich immer besser, was AC bietet. Und das, denke ich, ist doch eine super Überbrückung, bis AC2 rauskommt. Wie vielfältig ist bitte diese Simulation hier? Ich habe irgendwas anderes, also wundert euch nicht auch, mir krabbelt wirklich das linke Nasenloch wie die Hölle. Komm, zieh dich wieder rein in die Spur. Ja, easy. So, letzte Runde. Ziel ist auch hier irgendwo. Und dann haben wir's. Great win. You deserve that today. Steig. Gut. Steig. Und dann haben wir das auch erledigt in Suzuka. Gehen zurück ins Hauptmenü. Lassen uns P1 bestätigen. Wie viel haben wir? Oder? 46. Das wird interessant. Der BMW rückt näher. So, jetzt noch letztes Rennen in Vallelunga und dann kann ich diese Karre endlich verkaufen. Weiß gar nicht, kann man auch reparieren? Muss ich mal gucken. P12, get ready, time to focus. Auch übrigens eine Strecke, die ich wirklich cool finde. Oh. Aber lange nicht mehr gefahren, wie man merkt. Gut, da ist der wieder vor mir, der Sack. Die alte Sacknaht.
Warte, vielleicht kann ich mit Hupen ein bisschen Angst machen. Clear left. Alter. Clear left. P2, two laps left. We're on for a podium here. Ich hatte sowas tatsächlich für AMS zweimal gespielt. Racing Live oder Race for Life oder sowas hieß das. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Das war vom Ansatz her ähnlich. Also auch so eine Art Karrieremodus kaufen, belohnen, ein neues Auto für die und die Serien, Teilnahmen etc. Das ganze Problem an Race for Life oder Racing Life, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, war tatsächlich die komplette Entkoppeltheit von AMS 2. Also du musstest quasi alles händisch in dem Game selbst eintragen, was du in AMS 2 sozusagen erreicht hast. Also deine Platzierungen und so weiter. Hättest jetzt auch immer Platz 1 eintragen können und sowas. Ne? Also ja, war keine tatsächliche Verbindung da. Und hier ist das halt alles tutto completo insgesamt verfügbar. Deine Serie, dein Karriereweg, deine Autos, Gebrauchtwagen etc. So wie in GT, in Gran Turismo. Eben. Ist die letzte Runde, ne? Und dann haben wir es doch gleich, würde ich sagen. Ja, macht doch nichts. Ja, kein Thema. Gut, vielleicht ist Medium ein bisschen zu einfach. Ja, ist ja okay. Aber wir wollten ja jetzt nur schnell die Serie mal kurz zwirbeln. Trial Mountain kriege ich mit großer Sicherheit, mit sehr großer Sicherheit nicht auf Platz 1, weil die Strecke kenne ich einfach zu. Also, ich bin sie schon in GT gefahren, aber komm. Und das ist ja auch völlig okay so. Wir haben 58.000. Jetzt kaufen wir den Audi noch hier. Gehen wir mal in die Garage. In die Garage. Und sagen Sell. Sell. Und kriegen immer noch 13, 7, knapp 14 dafür. Okay. Finde ich gut. Und haben jetzt 72.000. Oh. Gucken wir mal, welche Serie jetzt tatsächlich irgendwie für uns interessant wäre. Kann ich hier schon irgendwas machen? Special Events? Das wäre auch cool. Nein, leider nicht. Gut, was haben wir noch? Hier hätte ich wahrscheinlich mein Getriebe reparieren können. Maintenance? Sage ich doch. Wen interessiert's? Was ist das hier? Hätte ich. Aha. Ja, komm, wir gucken mal, was in Gebrauchswaren. Wagenmarkt so verfügbar ist. Ich habe 72. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was ich als nächstes fahren will. Ja? Also gehen wir auf Experience. FF Challenge ganz ungern. Ja, Frontmotor und Frontantrieb ungern. So. Ja, hier würde ich Real Circuit Tour. Die ist mir sehr angenehm. Was braucht man da für ein Auto? All Street Cars allowed. Mit weniger als 300 PS. Das wird beim BMW M3 wahrscheinlich schwierig. Oder hatte der 200 irgendwas? Oho, hört. Den könnten wir uns also schon mal ziehen. Könnten aber auch einen ziehen lassen. Oh, selbst der Günge mit Ü.
Ich sympathisiere komplett mit dem hier gerade. Weil den kann ich ja dann mit Sicherheit auch für Frontmotor-Heckantrieb-Rennen nutzen. Ach komm, ne? Hör auf mal. Eins meiner absoluten Lieblingsautos. Geht gar nicht anders. Ich brauche gar nicht weiter gucken. Egal. Komm. Auf geht's. Wir haben keine Zeit hier. So. Und dann machen wir mal kurz. Wir könnten natürlich auch hier mal in der RFR-Challenge gucken. Boah, Swartkops. Keine Ahnung. Tokyo. Don't know. Laguna Seca, logisch kenne ich. Tokyo Bay. Nee, ist eher nicht so für mich. Muss ich irgendwann mal später reingehen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier auf die Real Circuit Tour und starten mal auf dem Olden Park. Was das jetzt wohl wird, er wird. Ist auf jeden Fall ein super, super Lückenfüller, wenn man einfach mal easy bisschen Racing, so ein bisschen schnicki-schnicki machen möchte. Cool. Green, green, green. Ja, geht doch. Genau das muss ich doch anscheinend machen. Let's make them count. Concentrate. Be ready. Oh, das ist aber mal eine ganz andere Hausnummer hier, du meine Fresse. Kein ABS, Herr Matthiessen. Ja, dann ist er hier eigentlich eingestellt. Not available. Kein Tipp. Kein TC und kein ABF, aber so soll es auch sein. Das wird ganz sicher kein Sieg. Alter. Also das mit der Bremse muss er aber noch üben, der kleine Knut. Im ersten Gang hatte ich eigentlich gesucht, ne, eigentlich einen zweiten, aber ist egal. So wird das nix hier, Herr Matthiessen. Man muss noch ein bisschen üben auf deinem Auto. Ist ja, weil, also ist ja. Lässt sich gar nicht so ohne. So viel zur Entscheidung, wir fahren auf hart. Letzte Runde. Das wird leider gar nichts. Und das ist mit hart vielleicht auch einfach gar nicht passend. So für das Spielziel, was ich hier vor. Oh, geil! Geh mal weg hier. Hat der eine Bremsbalanceverstellung? Das sag's doch gleich nur. Klar, welcher Straßen-M3 hätte keine Onboard-Bremse.
Balanceverstellung. Ich würde fast behaupten, dass ich das wieder rückgängig mache, ja. Aber bevor ich das mache, will ich jetzt mal ganz... 14 Kilometer bin ich nur gefahren, das ist ja witzig. Playa Settings. Ich bin gespannt. Okay, Medium. 80 bis 90, das reicht für eine kleine Bespaßungsrunde hier. Und dann machen wir jetzt mal... Ne, in der Garage wollte ich jetzt nicht, besser mehr jetzt. Was haben wir denn hier für Strecken? Achso, da habe ich da vorne geguckt, Knut. Hast du eigentlich irgendwie... Pff. Der war das, ne? Nürburgring. Klar. Läuft. Finde ich einfach cool, auch mit der Musik im Hintergrund. Einfach nice. Finde ich geil. Komm. Three laps, I can count. Heads up, we're going green. Mega. Komm, lass knattern. Oh, da vorne ist noch einer. Der Lotus wieder, ne? Beziehungsweise ein Lotus. On your right, clear right. Good start, mate. Kann ich hier eigentlich auch so richtig AC-mäßig einfach mal während des Rennens in dieser Veranstaltung ein bisschen konzentrieren? Das Wetter verstellen oder beziehungsweise die Tageszeit. Ja. Den kriege ich nicht da vorne, ne? So schon gar nicht, Alter. Halt! Den kriege ich nicht, Leute. Es ist echt unfassbar auf Medium, ne? Also nicht nur, dass ich den nicht kriege, sondern dass mich der hintere Mann noch kriegt. Hoffentlich nicht. Das heimt sich. Ach. Das macht trotzdem mega Gaudi, Leute. Giga Gaudi. Sehe ich nicht ein. Aber. Er ist eine halbe Sekunde schneller als ich auf einer Runde.
Diese NEC-FX-Einstellungen. Ah, ich kann damit nicht fahren, ne? Irgendwie dieses... Dass er dann ab einem bestimmten Punkt so richtig übertrieben zur Seite schaut. Weiß, kann man alles einstellen. Ich hab's aber lieber starr. Da kann ich nicht ran hier. Hör auf. Was ist denn das für ein Auto? Gibt's doch gar nicht. Hat wahrscheinlich 11.000 PS. Anders kann ich mir das nicht erklären. P2 auf Medium. Kann man sich dann auch anschauen, welche? Nee, kann man nicht. Oder vielleicht doch, und ich habe es einfach nicht eingeblendet. Wer weiß das schon? Was kriegen wir hier als Erlös? Wir hatten knapp 5000 Mumpeln. 4, 6, 16. Ui. Naja, das ist aber ordentlich. Für den zweiten Platz ganz schön lächerlich. Jetzt wollen wir aber nicht gleich alles wegfahren, sondern es soll ja noch ein bisschen weitergehen. Ich bin ja auch kurz vor dem Aufstieg auf Level 3. Und ja, meine Lieben, das soll es schon wieder gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat hier, das Rumgeeiere, so Gran Turismo-like in AC, gerne mal in die Kommentare reinknallen, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ein paar gute Tipps für mich hier innerhalb von ACE, dem, nicht dem Saft, sondern der Erweiterung für AC, dann ich... Bringen das gerne. Lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten ein kleines Däumchen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao, adieu und goodbye, euer Mike Knatusen. Ciao.